Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, wir sind auf dem Rückweg jetzt von Buriram nach Surin. Und ja, Strecke ist sehr schön zu fahren. Und ja, wie gesagt, meine Frau hat da was zu erledigen gehabt. Hat nicht lange gedauert, war aber leider nicht in Buriram direkt, sondern ein bisschen außerhalb. Und daher sind wir jetzt nicht mehr zu der deutschen Metzgerei gefahren. Da wäre ein Umweg gewesen, aber halt nächstes Mal. Ne? Ja, und jetzt sind wir auch schon fast wieder in Surin. Ah ja, da ist ja schon die Kreuzung. Das heißt, wir fahren nicht nach Surin rein, sondern biegen hier rechts ab Richtung Prasad. Weil wir sind ja zwischen Surin und Prasad. So, jetzt wollten wir noch was essen gehen hier. Schauen wir mal, wo wir was finden. Einiges los hier im Straßenverkauf, Hähnchen, Melonen, aber nee, ich möchte schon was Warmes, ein bisschen Reis oder eine Suppe. Ja, die Strecke war sehr schön zu fahren, jetzt hier bei uns ist natürlich mehr los, ne? Man sieht's. What beach hat sie gut bei Chippen, ne? Also hier hätte man Hähnchen kaufen können, aber wie schon gesagt, nee, ich glaube, wir gehen wieder auf unser Straßenrestaurant da, wo wir schon öfters waren. Ist zwar ein bisschen laut, aber das Essen ist gut. Da fahren wir jetzt praktisch fast vorbei. Das heißt, wir müssen dann einen U-Turn machen und beide ist auf der anderen Straßenseite. Einiges los, viele LKWs und so. Aber die andere Strecke, also Richtung Buriram und auch zurück, sehr schön, Leute. Kaum Verkehr auf den Straßen. Sehr schön zu fahren. Sehen, ob der überhaupt offen hat, aber in der Regel schon. Ja, der praktisch jeden Tag, also fast jeden Tag. Ist jetzt allerdings auch Mittagszeit und da wird viel los sein. Also da wäre es jetzt auf der anderen Straßenseite, das Restaurant. Ja, geht. Also zwei, drei Autos, passt. Werden wir dann hingehen. Bib nun. Ergonie, bib nun. Ja, jetzt Kloster. So Leute, und da wären wir auch schon. Jo. Ah, sieht gut aus, sind nicht zu viele Leute.
Also, passt. Okay. Heute ist windig und laut hier, wie immer, klar, der Hauptstraße oder neben der Hauptstraße. Das ist meine Frau, die Mimi. Okay. Und das Restaurant kennt ihr ja schon, brauche ich nicht groß zu zeigen. Okay. Ja, Leute, da haben wir auch wieder unseren Tisch, unser Stammtisch sozusagen. Und wer haben wir denn da? Das ist natürlich unsere Mimi, wie immer. So. Ja, meine Frau hat schon mal das Wasser vorbereitet. Es dauert manchmal länger, weil die haben auch immer Vorbestellungen. Aber gut, in der Regel klappt das. So. Ah ja. Da ist unsere kleine Maus, ne? Ja, Leute, und hier neben dem Restaurant, wollte ich noch sagen, ist ein ganz guter Autoelektriker, der repariert auch andere Sachen, Wasserpumpen und so Zeug. Da waren wir schon öfters. Alles Gute, Luis kennt sich aus, also ein guter Fachmann und sehr preisgünstig. Zuletzt waren wir hier mit dem Kang seinem Auto. Der hat da mit der Elektrik Probleme gehabt. Alles wunderbar gemacht. Und auch nicht teuer, ne? Okay. So Leute, das Essen ist jetzt auch da. Mal sehen, was es Leckeres gibt. Oh ja, sieht schon ganz gut aus. Meine Frau hat bestellt, die weiß, was ich mag. Also bei ihr ist das so eine Suppe. What kind of soup ist das, Schatz? Ja, Baum. Also mit Garnelen und ja, so Tintenfisch. So ist hier die normale Suppe. Die Klößchen macht die Mimi besonders. Und das ist halt meins, also Mukrop mit Gemüse. Mm. Kein Kanamukrop diesmal, sondern was anderes. Ja. Okay. So Leute, also sieht schon mal lecker aus, ist alles noch heiß. Jetzt diese Suppe mit Klößchen. Und,
Und das Muckrockbier. Das mache ich mit Gemüse und Schweinefleisch, dieses vom Schweinebauch. Also, mal probieren. Ja, sehr lecker. Und wie gesagt, auch preisgünstig. Der Mimi. Der Mimi kriegt auch was. Okay, Leute, das war's dann auch schon wieder für heute. Und ja, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Mailand. Und tschüss.